auf die Reise. Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Der Björn ist gut ausgekommen. Dann give it up. Was sie OKH. Let me see the get down in the get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Ja, hallo liebe Simracing und Motorsport-Fans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zur zweiten Saisonstation der Sunday Grand Prix Series. Und wir sind heute im belgischen Zolder zu Gast. Eine Strecke, die bei iRacing erst neu überholt wurde. Das erste Rennen lief ja schon mega super und unsere Jungs sind heute alle wieder am Start, auch unser Tommy. Da bin ich mal gespannt, was sie heute so bringen können. Wünsche euch allen mal ganz, ganz viel Spaß. Yay, 117, right at the last minute. Oh, you whatever I was telling you about. Well, wedge myself in between Thomas and Byron. Okay. No. Ay. It was worth a try. Wir Is anyone else? Motorisé Rede Porten. Oh, I should motorisé. I don't know what that means. Gemoto Mise. G-Moto Rise Early. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir heute also im belgischen Zolder zu Gast. Auf der Strecke waren wir schon lange nicht mehr. Sounds Belgian to me. iRacing hat hier die Grafik mal gründlich überholt. Okay, I'm starting to stream. No square. Oh, Björn, not here. I am. Oh yeah, we're not allowed to swear in the driver press conferences, are we? Might get a 10,000 euro fine. Hey Byron, I watched your Twitch back and it has a warning message at the front of it. Did you put that on there? Yeah. Oh, Ben, that's cool. Congratulations, Ben. You are number one. Whoa. So you're joking, right? We want to see a proper result, please. Ben's got the number one car. And I'm just going down the list. They're faster. There's about 8 or 9 guys faster than me that are ranked lower. Maybe that more. Doesn't matter. You have number one on your car, so please. Pedal to the metal. Deliver. Pedal to the metal. Here we go. Qualifying. Okay. 61. Good luck, girls. Thank you. Did you say girls? Calm down, ladies. Ja, liebe Zuschauer, da haben wir heute also 20 Fahrer am Start stehen, die insgesamt 28 Runden absolvieren müssen. Calm your mummeries before calamities. Wie immer, freigestelltes Setup, kein Boxenstopp, kein Fast Repair und die Stärke des Feldes beträgt 1807. Wir haben heute das zweite Saisonrennen der Saison 4 2024, wobei diese Saison eine Woche länger ist. Wir haben diese Saison 13 Rennen, also eine Möglichkeit mehr, Punkte zu sammeln. Der Start in die neue Saison war ja für alle unsere Jungs ziemlich verheißungsvoll und da schauen wir mal, wie es heute weitergeht. Inzwischen hat auch die Qualifikationssession begonnen und unsere Jungs sind alle schon auf der Strecke. Und unser Ben heute im Rennen mit der Startnummer 1, das bedeutet, er hat das höchste Rating hier im Feld. Und Ben, number one on your car looks good. Oh. Und wie eben schon gesagt, so eine Nummer 1 auf dem Auto, das sieht ja auch richtig schick aus. Auch unser Byron ist recht vernünftig in die neue Saison gestartet, obwohl er direkt am Start in Watkins Glen schon wieder Probleme mit anderen Fahrern hatte. So wie Set to Pits. Und unser Tommy schmeißt ja sein Fahrzeug gleich schon mal in der Einführungsrunde in die Botanik. This one doesn't look bad.
Die meisten Fahrer haben jetzt schon ihre erste Zeit gesetzt, während Tommy jetzt hier das erste Mal über die Ziellinie kommt. Eine 1.18, das ist noch ausbaufähig. Jetzt liegt hier Miguel Moorland auf Pol mit einer 1.16, 5.22. Dahinter haben wir Keith Hörner und unser Bayern 1.16.8, nicht schlecht. Jetzt geht John Stevens hier in Führung, Topzeit 1.16.098. Inzwischen ist unser Ben auf die dritte Startposition gefahren. Auf Pole Position, Tamás Bartpfeif. Good lap, Ben. Good lap. Oh, went for it there. Bit risky. Winding. Christ, you almost broke into the 15s, man. Yeah. 1.15.5. Auf 2, wie gesagt, John Stevens. Auf 3, unser Ben. P4, Kurt Klapper. Auf 5, Miguel Moorland. P6 haben wir Pete Turner, auf 7 steht unser Bayern, P8 Jason Krakowiak, auf 9 Russell Hamilton und auf 10 Dante Pontecorvo. Oh, und unser Tommy hat sich jetzt hier mit seiner zweiten Runde noch auf P4 nach vorn geschoben, direkt hinter unserem Ben. But that was close to Kurt Klapper. 8000. Ben and Thomas together in row 2. Thing is, if you don't qualify here, you've got a couple of guys that have done a 1.24. At Bayern, with Keith. In every race, you battle with Keith. Just a warning, I just bought this track, never raced on it in any sim. I fighting Keith last week? I was fighting him... Yeah. Suzuka. Yes. Oh, Adam just wrote... Just a warning, I just wrote this track, never raced on it in any sim. He just private messaged me in the game and said, how much fuel? Tommy sent this message. This is a 59 liters. Ben, 59 liters. What? 39? 59. That's yes, right, isn't it? But you can tell him 39. Yeah. But 59 is what I'm using, but you can use 56. If you're really good on fuel. No, you're not risking it. Yeah. I fill it up to 61. I can't remember what I had left. Good luck, everyone. Good luck, boys. Good luck, Byron. Good luck, Ben. Ja, liebe Zuschauer, Rennen 2 der Saison 4 2024. Die Jungs haben sich hier alle aufgestellt und jeden Augenblick müsste dann auch die Ampel erscheinen. SkyLimitEvent.com, your way to the racetrack. I'm on the racetrack. Come on. 28 Runden haben wir auf der Uhr stehen und unsere Jungs starten alle aus dem vorderen Feld. Das verspricht doch so einiges heute. Okay. Russell Hamilton, you've got the Mercedes. 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und die wilde Jagd hat begonnen. John Stevens schießt hier wie der Blitz aus dem Startlöchern. Auch Tommy top weggekommen, schon auf P2 nach vorn geprescht. Dahinter unser Polsitter Tamás auf 3 zurückgefallen und Ben auf P4. P5 dann Kurt Klapper und auf P6 haben wir Keith Hörner und hier hinten hat es schon mächtig gescherbelt. Jason Krakowiak mit kaputtem Fahrzeug und einer liegt da auf dem Dach. How I managed to... Did I get any damage? Rear end. Russell Hamilton ist da schon am Start mit abgeflogen und muss sich hier in die Box locken zum Reparaturstopp. Car feels alright. I'm surprised I managed to survive that. Den Unfall werden wir uns gleich mal in Ruhe anschauen. Erstmal zurück zum Rennen hier. Ben inzwischen auf P3. Oh, und da geht er fliegen. Oh no, Ben. He's not in the wall. He's good. Kalte Reifen und unser Ben kommt da von der Strecke ab. Zum Glück ist er nirgendwo eingeschlagen, fällt aber bis ans Ende des Feldes zurück. Ach, schade. Derweil vorne weiterhin John Stevens in Front vor unserem Tommy. Oh. Und Tamás Bartpfeif auf 3. I got stuck behind Kleber. Yes. Und wir schauen uns jetzt nochmal schnell den Unfall vom Start an. Jason Krakowiak is with cold tires on the little mini sausages here. And then got a hit from behind from Dante Pontecorvo. Ooh. Russell Hamilton flips. Ooh. Uiuiui. So luckily we're in a sim. Oh, he must have got a slowdown. Two very dead drivers there. Oh dear. Oh, wie es aussieht, hatte William Duval da einen Slowdown und eine ganze Meute an Fahrzeugen ist an ihm vorbeigekommen. Dahinter kämpfen Adam Semsel und Dante Pontecorvo um die Position.
Und wir schauen uns nochmal Bens Zwischenfall an. Ja, Ben was on P3. Oh, that was scary. Oh, okay. So, here we see a really... See, that's what put me off a little bit. The guy... Yeah, but he left your room. He was next to you and he hit the brakes. But he do not do stupid things. But tires are cold, so you have to let by the whole field. Ein denkbar ungünstiger Beginn für unseren Ben in das Rennen hier. Dafür läuft es für unseren Bayern umso besser, P7. Allerdings hat er schon eine Lücke nach vorn zu Keith Hörner von über 3,5 Sekunden. Und er wird hier verfolgt von unserem Robert Simkins, der hier auch diesmal endlich mal einen Top-Start ins Rennen hat. Ben ist da bis auf P17 zurückgefallen, noch hinter Don Runkle. Nur Xavi Wertz fährt da noch hinter ihm auf P18, der ist schon 6 Sekunden weit weg. Da hat Ben jetzt einen weiten Weg. Oh, und da geht der nächste fliegen. Take it easy on those tires, Byron. Dante Pontecorvo ist da William Duval hinten drauf gefahren. Das müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Ein ziemlich wilder Beginn in das Rennen hier in Zolder. William Duval. Okay, oh. Oh. Okay, but yeah, Dante Pontecorvo. Very late on brakes and bomb. I think the guy in front is very early on brakes. Okay. Ja. Davon haben unsere Jungs hier vorne zum Glück nichts mitbekommen. John Stevens weiterhin in Front vor Tommy Silbernagel und Thomas Bartfey auf Rang 3, der jetzt verfolgt wird von Miguel Morland, der hier die schnellste Zeit in den Asphalt gebrannt hat und versucht nach vorn zu kommen. Jetzt hat er Thomas Bartfey vor sich, mit dem er beim letzten Rennen schon aneinander geraten ist und dabei in der letzten Runde von Thomas rausgekickt wurde, nachdem dieser einen Fahrfehler begangen hatte und auf dem Curb ausgehebelt wurde. Oh, John Stevens, unser Leader, hat da in der Schikane abgekürzt, hat einen Slowdown kassiert und fällt jetzt hier hinterm Tommy zurück. Und das gibt jetzt auch Miguel Morland die Möglichkeit zum Angriff. Oh nein, und da kracht es wieder zwischen den beiden. Das gibt's doch gar nicht, ein Déjà-vu. The crash behind you. Ja. Und wieder kann Tamás weiterfahren und Miguel Morland muss sein Fahrzeug abstellen. Oh nein, das werden wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Damit jetzt vorne neue Reihenfolge. Unser Tommy führt vor John Stevens, Kurt Klapper auf P3, Thomas Bartfey P4 und Keith Hörner rundet die Top 5 ab. Der ist jetzt hier ganz dicht dran und wird da auch an Thomas Bartfey vorbeigehen. Damit ist Keith Hörner auf dem vierten Rang und Thomas Bartfey auf P5 zurückgefallen. Und unser Bayern nach Topstart in das Rennen liegt inzwischen auf dem sechsten Rang. Thomas Bartfey, oh no. Miguel Morland. Miguel Morland. Not again. Problem is here, he lost the car on the grass. And then he bombed, turned together. Oh, He also crashed with Thomas in the first race. Yep. Oh dear. Thomas Bartfey und Miguel Morland geraten auch im zweiten Rennen aneinander und wieder fliegt Miguel Morland aus dem Rennen. Allerdings würde ich sagen, war das diesmal ein Rennunfall, bei dem Miguel zum großen Teil mit selbst dran schuld war. Is Thomas damaged? Unser Ben auf dem Weg nach vorne liegt inzwischen schon wieder auf P13. Massive damage. Und verfolgt hier Robert Padavic. Den Namen höre ich auch zum ersten Mal. Ein kleines Stück davor dann John G. Hill auf P11. Und hier haben wir unseren Byron im Bild, P6. Verfolgt hier Thomas Bartfey, der hier mit zerstörtem Fahrzeug immer noch unterwegs ist. Hinten dran haben wir unseren Robert Simkins, der endlich mal wieder einen vernünftigen Start in das Rennen hier hat und jetzt hier auf P7 liegt. Die Jungs werden verfolgt von Kleber Portaro Mora, der allerdings schon 3,5 Sekunden hinter dem Jungs liegt. Und jetzt biegt da auch Thomas Bartfey zum Reparaturstopp an die Box ab und Byron ist somit in den Top 5 angekommen. Allerdings lauert unser Roboter ganz dicht hinten dran und ich denke mal, der wird über kurz oder lang auch am Byron vorbeigehen. Ein mega super Rennen bis hierher von unserem Byron. Und dieses Mal sind Byron und Robert auch nicht unschuldig in irgendwelche Unfälle am Start verwickelt worden. Toi, toi, toi. Wir befinden uns in Runde 5 und unser Tommy führt das Feld hier weiterhin an vor John Stevens und Kurt Klapper auf P3. Das freut mich auch besonders, dass unser Kurt hier mal wieder vorne mit im Rennen dabei ist. Hat ja das Auftaktrennen verpasst. Kurt hat auch letzte Runde die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren. Danach haben wir Keith Hörner und Byron muss jetzt ein bisschen abreißen lassen. Dem fehlen 4 Sekunden nach vorn, wird immer noch verfolgt vom Robert auf P6. Dann eine Lücke von 3,8 Sekunden zu Kleber Portaro Mora und hier Adam Semsel und Michal Iwinski kämpfen hier um Position 8. Adam macht da Druck von hinten und will unbedingt am Michal vorbei. Mal schauen, ob er es schafft. Nach vorn und hinten haben die beiden jeweils ungefähr 2 Sekunden Abstand zu den Gegnern. Michal Iwinski, Adam Semsel, John Hill und Robert Padavic, das sind Namen, die ich heute auch alle zum ersten Mal höre.
liefern sich aber alle hier ein packendes Rennen im Mittelfeld. Unser Ben kommt da von hinten und versucht an den Jungs vorbeizugehen. Und hier vorne, Kurt Klapper hat jetzt den Rückstand zu John Stevens zugefahren und versucht da wahrscheinlich auch an P2 vorbeizugehen. Tommy kann sich da im Moment leicht von den Jungs absetzen. Sein Vorsprung beträgt schon mehr als 2 Sekunden. Und ein paar von unseren Jungs, die am Anfang meist unverschuldet aus dem Rennen gerissen wurden, sind nach Reparaturstock auch wieder rausgefahren, wie zum Beispiel Russell Hamilton oder Jason Krakowiak, die hier auch noch versuchen, das Rennen irgendwie vernünftig zu beenden. Ich würde mal sagen, der Startunfall, das war eine Verkettung unglücklicher Umstände. So etwas kann einfach passieren. Oh, Steven hatte aber gewaltig die Schikane abgekürzt. Hoffentlich bekommt er dafür keinen Slowdown. Sieht nicht so aus. Kurt wird da auch verwundert sein. Er hat Keith Hörner im Nacken sitzen, der ungefähr 2 Sekunden weg ist. Ein absoluter Top-Einstand in die neue Saison für unseren US-Boy hier. Die Jungs gehen jetzt in Runde 7 und Byron kann sich immer noch auf P5 vor Robert Simkins halten, der allerdings die ganze Zeit nicht nachlässt. Kleber Putaro Mora muss da schon ein bisschen abreißen lassen. Von hinten kommt Adam Semsel näher, der inzwischen an Michal Iwinski vorbeigegangen ist. Und auch Johnny Hill konnte da aufholen. Unser Ben liegt inzwischen auf P11 und kämpft sich von hinten wieder mühsam durchs Feld. Thank you. Er fährt erheblich schneller wie die Jungs und hier Robert Padavic hatte da gerade einen Zwischenfall. Da müssen wir gleich mal schauen, was dem passiert ist. So wie es aussieht, ist sein Kfz aber noch fahrtüchtig und er kann weiterfahren. Thanks, Jason. Unser Tommy weiterhin in Führung vor John Stevens und Kurt Klapper. Thank you. Ein Top-Rennen für unseren Tommy heute wieder. Robert Padavic. Cup of Death. Okay, but lucky on this one. Big spin. Lucky. Robert Padavic kommt da zu weit raus auf den Curb. Turn 1. Dreht sich ein, fliegt von der Strecke. 360 kann aber weiterfahren. Jason's a good one. Und weiter hinten im Feld hatten wir noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Dante. Uiuiuiui. Oh. Ja, some sausages. That's pretty much what happened to me. Ja. I didn't get mine stopped so quick. Dante Pontecorvo rumpelt hier über den Körb und fliegt ab. Zum Glück schlägt er nirgendwo ein und kann weiterfahren. Und unser Tommy hat jetzt hier erstmal den Turbo gezündet und eine mega schnelle Runde hingezaubert. Er liegt schon fast 3 Sekunden vor John Stevens. Ein Top-Rennen heute mal wieder von unserem Ex-Champion. Und unser Kurt Klapper gleich im ersten Rennen, in dem er mitfährt, ganz vorn mit dabei. Das ist auch cool. Oh, I'm getting jitters. Oh, und oben im Twitch sehen wir aus Bayerns Grafikkarte geht er gerade in die Knie. Oh, Mann. Oh, da hat er aber nochmal richtig Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist. Natürlich gehen jetzt die Gegner an ihm vorbei. Jason slapped behind you. Ach, er lacht bis dahin so gut im Rennen. Keinerlei eigene Fehler gemacht. Oh, my screen just went jumpy as hell and my tires are overheating. Oh, fuck. Sorry, Jason. Bye, please. Oh, nein. Oh, shit. Jason und Byron geraten da unglücklich aneinander und Jason fliegt erneut ab. Das tut mir echt leid für ihn heute. Das schauen wir uns jetzt direkt gleich nochmal an. Jason Krakowiak hier again? Oh no! Byron! Fucking graphics. Okay. What the hell? He was definitely cutting across there. You had a slide, yeah, and lost the momentum. And then, he turned in. Frame rate. Dipped like you wouldn't believe. I got loose there. Ah, ja. He wasn't giving me any room. Is Jason okay? Zum Glück hat Byron genug Vorsprung gehabt und hat nur eine Position verloren. Und auch Jason kann zum Glück das Rennen fortsetzen. Damit liegen unsere Jungs trotz der Zwischenfälle immer noch sehr, sehr aussichtsreich im Rennen. Tommy führt weiterhin das Rennen vor John Stevens und Kurt Klapper. Und unser Ben ist inzwischen bis auf P8 nach vorgefahren. Die ersten drei hier vorne konnten schon einen Abstand von 3,5 Sekunden zu P4 zu Keith Hörner rausfahren. I've got a chase, Robert. Und auch für unseren Robert hier auf P5 freut es mich heute besonders, dass er bis hierhin endlich mal wieder ein vernünftiges und sauberes Rennen hat und nicht wieder von anderen Leuten abgeräumt wurde. Byron hat inzwischen einen Rückstand von über 5,5 Sekunden und von hinten nähert sich auch unser Freund aus Brasilien, Kleber Putaro Mora. Während unser Ben hier eine schnelle Runde nach der anderen in den Asphalt brennt und das Feld von hinten aufrollt und immer weiter nach vorne kommt. I thought I was gonna have my first ever disconnect then. Der Abstand zu Kleber Putaro vor ihm wird immer kleiner.
Schade um den kleinen Ausrutscher in der ersten Runde. Ich glaube, Ben hätte heute auch ums Podium mitkämpfen können. Unser Tommy hier vorne hat er jetzt wieder leicht von seinem Vorsprung eingebüßt. Es sind nur noch ein bisschen mehr als eine Sekunde auf John Stevens und Kurt Klapper, die ihn hier beide verfolgen. Und während sich die drei Jungs hier vorne um den Kurs hetzen, hat man weiter hinten im Feld wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Robert Padavic again. Oh, 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 another one. Oh, careful, curve of death. That's not so good for the undercarriage of this car. A careful spinner. It don't destroy the car. Robert Padavic, der nächste Dreher. Wieder glücklich, kein Einschlag und weiter geht's. Wir befinden uns jetzt in Runde 11, das heißt, wir haben schon ein bisschen mehr als ein Drittel geschafft und unsere Jungs liegen hier alle noch top im Rennen. Die neue Saison startet für uns hier raketenmäßig durch. Und auch unser Ben auf dem Weg nach vorn hat ja Kleber Putaro Mora fast eingeholt. Unser Ben legt hier eine Topzeit nach der anderen aufs Parkett und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er die Jungs vor sich alle einsammelt. Nach hinten zu Adam Semsel, der inzwischen Michal Iwinski überholt hat, hat Ben schon einen Abstand von 4 Sekunden rausgefahren. Something is killing my frames going into the first chicane. Und Byron hadert da mit seiner Hardware. Irgendwas lässt seine Framerate immer wieder einbrechen. Oh Byron, I need to concentrate. Here John Stevens is getting closer. Und wir hören es gerade, Tommy muss sich da unbedingt konzentrieren. Ist ja auch ganz normal vorne an der Spitze, wenn man gehetzt wird. Das Führungstrio hat sich jetzt hier ganz dicht zusammengeschoben. John Stevens konnte den Abstand unter eine Sekunde drücken und auch Kurt Klapper lauert da hinten dran. Und so wie sich das hier in den ersten beiden Rennen andeutet, scheint der Titelkampf dieses Jahr zwischen Thomas Silbernagel und John Stevens ausgetragen zu werden. Aber ich glaube, für solche Spekulationen dürfte es jetzt am Beginn des zweiten Rennens viel zu zeitig sein. Schauen wir mal, wie sich die Saison so entwickelt. Unser Ben hat jetzt seine Lücke zu Kleber Portaro zugefahren und setzt jetzt hier zum Angriff an. Außenrum geht er da vorbei, toll gemacht. Da hat Kleber aber auch fair mitgespielt. Ben somit weiterhin auf dem Weg nach vorn. Der nächste auf der Liste ist vor ihm Buddy Byron. Schauen wir mal, ob Ben da auch so einfach vorbeikommt. Ich denke mal, die Lücke nach vorn zu Robert Simpkins auf P5 ist zu groß. Das wird Ben heute nicht mehr schaffen. Zumindest nicht aus eigener Kraft. Wollen wir nicht hoffen, dass da vorne noch irgendwas passiert. Wir befinden uns gerade mal in Runde 12 von 28, also haben wir noch einen langen Weg zu gehen. Yeah, dude, just break like right at the beginning of the corner as you're trying to let me pass. Und Adam Semsel ist dann nicht ganz so einverstanden mit der Fahrweise seiner Gegner. Willst du mal gucken, was der John Stevens hinter mir in dieser Schikane macht? Warum der da so rankommt? Tommy verliert da immer mehr in der letzten Schikane. Nee, in der Schikane nach diesem Berg, wo es dann so links runter geht. Okay. Die Jungs hinter ihm kämpfen sich Zehntel für Zehntel ran und er gerät immer mehr unter Druck. Ich fühle, der kommt da mega dran. Ich weiß nicht, ob der später früher bremst. Die Jungs eröffnen jetzt hier die 14. von 28 Runden. Also haben wir jetzt ungefähr Halbzeit. So, Halbzeit. Und es steht noch lange nicht fest, wer hier heute den ganz großen Siegerpokal mit nach Hause nimmt. Tommy, John und Kurt ganz dicht beisammen kämpfen hier um den Sieg. Keith Hörner auf P4 mit 6 Sekunden Respektabstand. Denk an die Reifen. Das Führungstrio läuft jetzt hier auf William Duval auf, der ein bisschen Probleme mit dem Fahrzeug hat, scheint auch ein Neuling zu sein. Jetzt die Schikane. Fährt 4 bis 5 Sekunden langsamer wie der Rest des Feldes. Kann ich den Unterschied zu dir erkennen? Ja, Moment. Oh, man merkt deutlich Tommys Anspannung. Jetzt bin ich erst durchgefahren. Ja. Der fährt über die gestrichelte Linie Dings drüber. Es sieht so aus, als ob John Stevens in besagter Schikane immer abkürzt. Der kürzt sie sozusagen ab, ohne einen Slowdown zu bekommen. Oh nein. Oh no! Oh man! Was macht er da vorne? Oh, und da fliegt unser Byron ab. Zum Glück kann er einen groben Einschlag verhindern. Ups, und unser Tommy bekommt jetzt Probleme hier mit William Duval, der ihn ein bisschen aufhält. Und sofort kommt er aus dem Konzept und verliert eine Position. Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Von hinten drückt auf Kurt Klapper. Oh nein.
Und da kommt es zur Kollision und beide gehen fliegen. Ah, zum Glück kein harter Einschlag. Weiter geht's. Wie es aussieht, kann sich Tommy da auch vor Keith Hörner noch behaupten. Ah, und der ganze Auslöser, William Duval. Das war Instant Karma, schätze ich mal. Der da im Weg gestanden hat. Oh Mann, das tut mir so leid. Mund abputzen und weiter. Von hinten tritt Keith Hörner. Tommy liegt ja immer noch auf P2. Allerdings ist Kurt Klapper inzwischen auf und davon. So sorry about that, John. Really sorry. Backmarker William killed the race. Here is Mr. Silvernagel on P1, followed by Mr. John Stevens on P2, and then followed by Kurt Klapper on P3. We are driving like gods. Like crazy. And then here is Mr. William Duval. Mr. Duval decided to fight with the P1, 2 and 3. Oh, well, this just went to shit. William Duval, Then yeah. I have to brake. He was inside the corner and crashed him. Yeah. And then while I evade him, I came onto the curb of death. And also that spun out, that's instant karma. Hoffen wir, dass die Fahrzeuge nicht allzu viel abbekommen haben. So wie es aussieht, kann auch John Stevens weiterfahren. Gottes Überalle, Berge jetzt. Dadurch ist natürlich hier vorne einiges in Bewegung gekommen und auch Robert Simkins konnte da aufholen. Und Kurt Klapper ist unser neuer Leader. Was fährt er so für Rundzeiten? Kurt fährt aktuell 1,20. Und wir schauen uns jetzt nochmal Bayerns Zwischenfall von vorhin an. Na gut, da haben wir ja alle Federn gelassen. Müssen wir kurz warten. Ich sag das gleich. Okay, what happened to Byron here? Oh, some sausages. Oh, oh, ja. Now, where is the gear? Where is it? Ah, oh no. Byron, your car is in shape and then... What did you do? Oh, I had full right lock. I thought I was going to be able to spin the car, but couldn't get the grip to flick the back end round. And the seconds are running. Byron verliert in der Schikane sein Fahrzeug und segelt von der Strecke. Nichts passiert, geht weiter. Durch den Zwischenfall ist unser Byron jetzt auf P11 noch hinter John Hill zurückgefallen. Kurt hat hier einen Vorsprung von mehr als 4 Sekunden, während sich hinten Tommy und Keith um P2 streiten. Und Kurt eröffnet jetzt hier Runde 17. Unser Ben legt heute nach seinem kleinen Ausritt am Anfang eine sensationelle Aufholjagd hin und ist schon wieder auf P6 angekommen. Während die Jungs hier vorne fighten und Tommy sich wieder ein kleines bisschen freifahren konnte, hatten wir im hinteren Feld einen kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Den reichen wir jetzt gleich nach. Okay, so let's take a look. Okay, wow. Don Runkel. Don Runkel drives too fast into the last chicane and loses his car. Oh, watch out, watch out. But he is lucky, he don't crash into the wall and can continue the race. Fast 4 Sekunden schneller. A little contact with the wall. He's not able to spin the car properly, so he loses much time and hits the wall again. Und nach dem Zwischenfall vorhin hat Tommy jetzt hier erstmal eine richtig schnelle Runde rausgezaubert. Und hier hinten, unser Robert setzt jetzt schon Stevens unter Druck, der will unbedingt auf P4 nach vorn. Und das hat er jetzt hier auch geschafft, da hat aber auch John Stevens einen kleinen Fahrfehler gemacht und Robert hat seine Chance genutzt und ist da sofort durchgeschlüpft. Nachdem Robert in letzter Zeit so viel Pech hatte, freut es mich besonders, dass er heute hier so ein starkes Rennen hat. Befindet sich aktuell auf P4, vielleicht ist er ja sogar noch im Podium drin, die Jungs vorne sind nicht weit weg. Und unser Kurt führt hier das Rennen an bei seinem Einstand in die neue Saison, wer hätte das gedacht? Der zeigt mir bei Kurt Klapper immer dieselbe Rundenzeit an, da stimmt was nicht. Ja, ist egal. Die Jungs gehen gleich in die 19. von 28 Runden. Oh nein, und da unser Tommy Dreher, der fliegt da hinten ab. Zum Glück kein Einschlag, aber verliert da eine Menge Zeit und Plätze. Und es gab weiter hinten im Feld noch einen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Den schalten wir direkt mal hin. Oh no, hier, Mr. Duval again. Oioioioi. William Duval, too fast in the corner and he loses his car again. I think the problem is his skin. With this kind of skin, you're not able to race properly. Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist. Yeah, it doesn't produce the right amount of downforce. Yeah, and the right amount of mindset. Yeah. Hier haben wir jetzt nochmal Tommys Unfall. Thomas Silbernagel, the next spin. Whee! Yeah. He's lucky that he don't hit the wall and can continue the race. And
Oh, that was close. Ja. Und jetzt scheinen sich die Unfälle etwas zu häufen. Ich glaube, da gehen jetzt auch bei einigen die Reifen nach. Wir hatten den nächsten Zwischenfall. Okay, Mr. Kleber, Mr. Glue. Mr. Glue. Und ein Tier, Kleber. Oh, he caught a little dip. Ja, ja. He had a teeny little dip and it unsettled his car. Ja, ja. Well, but he was lucky that he ended up on the grass and not into the wall, like me. Und ihr habt gerade oben noch im Augenwinkel gesehen, Byron hat das direkt ausgenutzt und ist an Kleber wieder vorbeigegangen. Befindet sich somit wieder auf dem Weg nach vorn und liegt jetzt auf P8. Und was soll ich sagen, wir kommen aus den Unfällen überhaupt nicht mehr raus. Wir hatten den nächsten Zwischenfall, schalten wir direkt hin. Russell Hamilton. Ei, ei, ei. Russell drives too fast into the chicane and loses his car. Could be lucky. Don't crash into the wall. 360 and he can go on. Ja, ja, ja. Unser Leader Kurt liegt inzwischen über 4 Sekunden in Front vor Keith Turner auf P2 und Robert Simpkins ist inzwischen auf P3 angekommen. Wow. John Stevens P4. What's this guy doing? Und auch unser Byron hat hier heute so seine Probleme mit William Duval, der hier scheinbar nicht weiß, dass er sich hier in einem Championship Race befindet. Mit so einer unterirdischen Performance sollte man doch lieber erst einmal auf dem Trainingssurfer üben gehen, bevor man hier anderen Leuten das Rennen kaputt macht. Unser Tommy ist durch seinen Zwischenfall auf P5 zurückgefallen und wird verfolgt von Ben Summers und wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Okay, next incident. Jason Krakowiak. Oh, careful. Boy. Jason have a difficult race. Okay. This was maybe, not Jason's race. He's not lucky with that number. Yeah. A black car with a 13. Nach seinem kleinen Ausrutscher am Anfang läuft es für unseren Ben dafür umso besser. Kämpft sich Zehntel für Zehntel an die Top 5 vorne ran. Während Kurt, unser aktueller Leader hier vorne, seinen Vorsprung Zehntel für Zehntel ausbauen kann. Er ist jetzt schon bei fast 5 Sekunden. Und im Hinterfeld gab es den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Wir schalten hin. Well, I was catching my call before William held me up. What happened? Russell Hamilton and again William Duval. Ei. Yeah, he killed Russell. Oh no, what the fuck. Bomb, okay, that hurts. He drives right in the middle of the street with as a backmarker. This is unglaublich. William Duval räumt hier den nächsten aus dem Weg. Russell lag da zwar auch schon ein Stück weit zurück, doch er hat eine wesentlich höhere Pace. Oh shit, that's gonna hurt. Oh, unlucky Thomas. Oh nein, und da fliegt unser Tommy endgültig ab. Das Auto ist Schrott. Ach du Scheiße. Tommy out? Ja. Oh shit. Damit ist die Jagd vorne endgültig vorbei. Des einen Freud, des anderen Leid. Damit unser Ben jetzt in den Top 5 angekommen. Ungefähr 4,5 Sekunden Abstand nach vorn zu John Stevens. Schauen wir uns doch direkt nochmal an, was unserem Tommy da passiert ist. On lap. Your exit of the race. Too fast. Don't know what happened. Oof. Yeah, this is the end. Into the wall. There goes the tire. Da hat unser Tommy wohl endgültig die Konzentration und somit das Auto verloren. Echt schade. Da war heute so viel drin. Jason Krakowiak steuert erneut die Box an. Auch für ihn läuft das Rennen heute mehr als suboptimal. Ganz anders hier vorne, Kurt Klapper führt inzwischen mit fast 6 Sekunden Vorsprung auf Keith Turner und Robert Simpkins und geht jetzt in die 23. von 28 Runden. Das heißt, wir haben noch 5 Runden auf der Uhr. Ungefähr 4 Sekunden Abstand hat unser Ben nach vorn, vielleicht geht da ja doch noch was. Obwohl John Stevens hier eine schnelle Runde nach der anderen rausdrückt. Oh no. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. What happened? The William Duval. Oh no, no. Jetzt räumt hier William Duval unseren Drittplatzierten. Ach, das gibt's doch überhaupt nicht. Was macht denn der hier? Is he just took him out? Ja. What were they up to?
Er räumt hier dreimal den Robert aus dem Weg. Unbelievable. It's unbelievable. Und für unseren Robert bedeutet das natürlich das aus. Und so wie es aussieht, hat er vorne noch mehr. Die Jungs versucht das Rennen kaputt zu machen. Das müssen wir uns gleich direkt nochmal anschauen. Das ist unglaublich. Oh, that's weird, because it's the leader. It's the leader and... Unbelievable. Yeah. Unbelievable. The leader came and Kurt Klapper was really lucky because he turned in that far too early. No, that was a block. So... That was lucky. And you have to see what happens now, so... Kurt Klapper out. He started... Kurt Klapper is in... Right into... Okay, yes, just in front of Robert Simpkins. Look at that, it's unbelievable. He got Kurt as well. Why can't he stay where he is? So he lost the car, but came back to track. Kurt's still leading. Look at that! Oh, so... P3! He killed Robert, but... I was right behind that, I was scared. Absolutely unbelievable. We all feel so sorry for you, Robert. Unser Ben hatte da unglaubliches Glück, dass er da unbeschadet durchgekommen ist. Dadurch natürlich jetzt neue Reihenfolge. Kurt Klapper vor Keith Hirner und John Stevens auf 3, unser Ben auf 4. Und Adam Semsel schließt die Top 5 ab. That's both me and Rob screwed out of the podium today. Dafür liegt Bayern auf dem sicheren und sehr soliden 8. Platz. Oh, Rob hat es angry. I'm not surprised. Circa 3,5 Runden müssen die Überlebenden dieses Rennens noch absolvieren. Dann haben wir es endlich geschafft. I think Robert is not the only one who is angry. Ay, ay, ay. Make problems with you, Tommy. Make problems with Byron. With the other guys. Das ist heute mal ein schönes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Ein einziger Fahrer schafft es hier, fast der Hälfte des Feldes das Rennen kaputt zu machen. Zum Glück scheint der Leader Kurt glimpflich davon gekommen zu sein. Das Auto scheint noch zu funktionieren. Kurt is very lucky. You also had an incident with him. Da haben wir doch heute eine ganze Menge mehr Unfälle, wie uns eigentlich lieb ist. Weit ist es nicht mehr bis ins Ziel. Ein bisschen mehr als 2 Runden haben wir noch zu gehen. Ich denke mal, da wird auch für Ben hier mit P4 Schluss sein. Eine tolle Aufholjagd hat er heute gezeigt. Don Runkle. Oh, und da sehen wir es gerade unten in Tommys Switch. Da hat es den nächsten Zwischenfall gegeben. Das werden wir uns auch gleich nochmal in Ruhe anschauen. Careful. Ich denke mal, jetzt werden bei vielen Fahrern auch die Reifen hier richtig in die Knie gehen. My safety rating's taking a hit this week. Don Runkle. Oh. Woohoo. Skeletor is flying. So lucky on this one. Don Runkle spins again, but this time he is lucky enough to hit not the wall. Don't go too far. So lucky on this one. And... No. He's unable to spin the car, so he loses so much time. Is Michael damaged? Because he seems to be losing a lot of ground. Da reißen die Ereignisse hier auch in der Endphase des Rennens nicht ab. Unser Bayern hier auf P8 hat nach vorne und hinten so viel Luft, da wird nichts mehr gehen. Wir sehen hier auf P7 Michal Iwinski. Tamás overtake him and he loses time. Mehr als 4,5 Sekunden Abstand. Ich denke mal, Michal wird jetzt auch nur noch versuchen, das Rennen vernünftig nach Hause zu bringen, weil die Reifen eingehen. Und wenn wir hier Kurt auf der vorletzten Runde sehen, hat man den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Adam Samson hier. Ja. There were some cars on the last come on, dickhead. Corner who had some problems. Also some drivers had the problems. Yeah. But he is also lucky and can continue. Die letzte Schikane vor Start und Ziel, ein Unfall-Hotspot heute im Rennen. White flag. Während Kurt white jetzt hier die letzte Runde eröffnet, white flag. No, I want another 10 laps. I want another 10 so I can get Michael. Unser Ben hat sich bis auf 2,5 Sekunden an John Stevens vorne rangearbeitet. Normal, dass er da lieber noch ein paar Runden mehr hätte. Ein super Rennen für unseren Ben. Trotzdem wäre natürlich ohne den Dreher am Anfang erheblich mehr drin gewesen. Aber wie immer hätte, täte, wenn und aber. Vielleicht wäre Ben ja auch in irgendeinen Unfall mit William verwickelt worden. Man weiß es nicht. Keith Hirner hier auf P2 und John Stevens auf P3. Top Rennen von allen.
unser Ben P4 und John G. Hill hat inzwischen Adam Semsel nach seinem kleinen Ausritt überholt und liegt auf dem letzten Top 5 Platz. Ein mehr als ereignisreiches Rennen heute mit einem Überraschungssieger. Kurt Klapper bei seinem Einstieg in die neue Saison direkt aufs oberste Treppchen. Wow, eine absolut fehlerfreie Fahrt und auch die nötige Portion Glück. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, Kurt. Last Corner. Ein Kurt Klapper wins. Congrats. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Absolut saubere Fahrt. Auf P2 kommt Keith Turner durchs Ziel und auf P3 dann John Stevens. Gratulation. P4 unser Ben. Kommt zu dem Podium. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. That ben was a close four. One for Ben. Nee, Ben. Viel more laps. Congrats, Ben. Adam Semsel hat es geschafft und ist in der letzten Runde noch an John G. Hill vorbeigegangen. Schauen wir mal, ob er das bis ins Ziel gebracht hat. Nee, sieht nicht so aus. Oh dear. Unser Bayern kommt auf P8 Richtung Ziel. Can I finish my start? Hang on, not yet. Race isn't over yet. Oh, das wird hier zum Ende nochmal richtig knapp. Bayern hat da die Lücke zu Michal Iwinski fast zugefahren. Ach, und jetzt geht ihm hier die Zeit aus. Eine Runde hätte er noch gebraucht. Trotzdem ganz herzlichen Glückwunsch, Top-Resultat. Und John G. Hill fragt aber Adam nochmal nach, was in der letzten Runde los war. Ah, well, there you go. Started third, went back to last. I killed myself. I think I overheated the tires. Hey Ben, I didn't think I could keep up with you, so that's why I let you by. You were fine. Sorry, John, for the hit from the back, but it was instant karma, I think. First time driving this track. You know, I had a lot of fun. These were like the best cars on the service. I absolutely think the same thing. They have the best feel through the steering wheel. But the fact that this is your first time, this is a real tricky track. It doesn't look tricky, but it really is. Okay. You caught me the first time, that final corner. I was really worried for you, Byron. I wasn't sure if your car had been damaged, but we're covered back to eighth. No, I'm just so annoyed. Sure. Oh, yeah. Oh, my graphics card decided, I'm going to take a dump at a really, really pivotal moment in the race. So I was getting like maybe one frame out of every 100. Okay, I will finish the record. Say goodbye to our viewers and hope we see you next week. Goodbye. Bye-bye. Yeah. Good luck, everyone. I'm gonna try to take it slow here on the start. I've never even touched this track, so be patient, please. Ja, liebe Zuschauer, einfach unglaublich. Ein einziger Fahrer machte das Rennen der ganzen Spitzengruppe kaputt. Was soll man dazu noch sagen? Im Endeffekt hat es unser Tommy im Schluss selber versemmelt. Solche Rennen passieren eben auch. Dafür ist Ben mit einem relativ vernünftigen Ergebnis ins Ziel gekommen und auch Bayerns Rennen kann sich heute sehen lassen, bis auf den kleinen Ausrutscher. Nichtsdestotrotz schauen wir nach vorn. Freuen uns schon auf das nächste Rennen nächste Woche, würde ich mal sagen. Verabschiede ich mich mal hier an dieser Stelle. Wünsche euch allen alles Gute. Bleibt vor allen Dingen gesund und uns treu. Macht's gut.
Good race, guys. Really enjoyed that. A bit scary. That was fun, John. Well, we'll see you again for sure. Oh yeah, I love these cars. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irreal. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung. Mm-hmm.